muss ich auch bei der Anzahl der Flugblätter, was auch von mir aus notwendig ist. Und die Homepage ist da auch dabei, die neue mit 4.000 Euro, beziehungsweise die... Ja, die zweite Teilzahlung, ja. Weiß ich auch, was es geht. Allerdings ist auch die sonstigen Ausgaben in den Budgetposten, wo deine jetzt gerade immer drinnen sind, von 20.000 auf 25.000 Euro gestiegen. Jetzt würde ich das Fass nicht wieder aufmachen, bitte, weil darüber haben wir lang genug diskutiert, sondern ich würde eigentlich nur bereit bis zum 22. März, bis zum Tag der Gemeinderatswahl, auf Inserate mit deinem Kopf zu verzichten. Ich hab mit der Melanie ein Gespräch, ich habe heute gerade abgesagt, dass in der Steiererin nichts mehr passiert. Es ist schon eine Vereinbarung drinnen, wo natürlich alle vorkommen, so wie wir es immer gemacht haben, in der Woche, die da war, eine normale Reportage. Da kommen natürlich alle vor und ich bitte gleich, dass jeder, der irgendwas zu sagen hat, das an die Melanie schickt. Das ist eine bereits gebuchte Vereinbarung aus dem Vorjahr. Ansonsten kann ich diesem Vorschlag Folge leisten, den du da hast, dass wir sonst keine Gemeindeinserate schalten. Die 5.000 Euro, die du ansprichst, mehr ist das, was ich schon seit 5 Jahren gern gemacht hätte. Wozu es aber einen gesonderten Beschluss des Gemeindevorstands bedürfen würde, wenn wir uns auch einmal, so wie Folge ist, Erlanach und viele andere Gemeinden haben wir darum bemühen, dass wir den Radio Steiermark Frühschoppen hereinbekommen zu uns. Und daraus ergibt sich nicht aus einer Erhöhung der Inserate, sondern für diese Veranstaltung ergibt sich diese leichte Erhöhung auf diesen Posten. Ob wir das dann machen können, wird dann nach der Gemeinderatswahl in Ruhe, hätte ich gesagt, beschließen. Und dem anderen, bis auf dieses eine Woche Inserat, was schon gebucht ist, ich werde bei der Melanie nachfragen, ob sonst irgendwas aus dem Vorjahr vereinbart ist. Wenn dem nicht so ist, dann kann ich das da heute sagen, dass wir keine weiteren Inserate auf Gemeindekosten schalten werden in diesem Zeitpunkt. Gleichzeitig geht aber die Einladung wie immer, dass bitte alle bis zum Erscheinungstermin der Melanie. Es wird auch eine Titelseite in der Woche erscheinen, da ist nur der Alf Beuer oben. Ich habe dort auch extra, das war der Vorschlag von der Woche, dass ich das Alf Beuer Plakat in der Hand halte. Es ist dort nur das Alf Beuer Plakat, ich komme dort nicht vor, schon aus Rücksichtnahme auf genau das. Und ich bitte wirklich alle Parteien, dass sie ihr Statement zu der guten Zusammenarbeit, zu was auch immer in der Gemeinde jetzt passiert ist in der nächsten Zeit, an die Melanie, und es werden dort alle in diesem Bericht im Februar, glaube ich, vorkommen. Es soll auf keinen Fall eine parteipolitische Werbung stattfinden auf Gemeindekosten. Gut, gibt es eine weitere Anmerkung, Frage? Das ist nicht der Fall, dann sollte man meinen Antrag suchen. Ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge den Vorschlag 2020 der Marktgemeinde Liebuch in der vorliegenden Form allerdings mit folgender Änderung beschließen. Bei den Einzahlungen aus den operativen Gebarungen für investive Vorgaben ist eine Doppelbudgetierung richtig zu stellen und beim Vorhaben Rückhalteffekten Polkampach wurde der Überschuss zur vorzeitigen Darlehensbildung doppelt unter 63.900. Rückhaltemaßnahmen und unter 63.9300 Rückhalteffekten Kohlkampach als Rückführung veranschlagt. Durch die Korrektur der Saldo-Geldfluss aus operativer Gebarung für investive Vorhaben im Finanzierungshaushalt für den Gesamthaushalt 0 und bei der Voranschlagstelle Rückhalteffekten Kohlkampach 63.9300 beträgt dieser Saldo durch die Stornierung der Einzahlung aus operativer Gebarung für investive Vorhaben minus 323.800. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke. Damit ist der Voranschlag 2020 einstimmig angenommen und wir kommen zum Tagesordnungspunkt. Wenn wir anschauen, wie viel gemeint das nicht noch voll ist, dann ist es ein schönes Zeichen. Das finde ich auch, ja. Bedanke mich auch bei allen fürs Mitarbeiten und bedanke mich vor allem für die guten Diskussionen im Vorfeld und auch für die Arbeit des Budgetausschusses. Bedanke mich für die KG-Arbeit auch beim Herrn Kolsch, weil der da meistens. Auch wenn die FR Klimaanlage für den Kindergarten nicht bestimmt. Darüber ist noch zu sprechen. Darüber ist noch zu sprechen. Ich hätte gerne eine Photovoltaikanlage. Okay. Bitte. Nicht abschweifen, wir kommen zum Tagesordnungspunkt 6, mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024. Es wurde schon zu Recht bemängelt, dass das diesmal nicht möglich war, vom Josef im Vorfeld auszuschicken, weil es technisch durch die neue VRV auch nicht möglich war. Die Magik konnte ihn erst kurzfristig ausdrucken, deswegen war er bei den Unterlagen nicht dabei. Es ist eine Vorausplanung wie jedes Jahr für die nächsten Jahre. Soll ich die Magik euch näher bringen? Oder konntet ihr ihn anschauen? Nein. Konnte nicht? Okay, passt. Dann lassen wir die Magik kurz vorstellen, bitte. Ja. Also, das erste Jahr ist immer der Voranschlag 2020, das deckt sich mit den Zahlen, die wir zum Voranschlag sehen. Robert, könntest du das größer machen?
Einmal geht es noch. Dann ist es mit einem 2%igen Index, ist das hochgerechnet worden für die Folgejahre. Es gibt einfach keine anderen Anhaltspunkte. Bei der Abschreibung ist der Index natürlich nicht berücksichtigt worden, weil ja die Abschreibungen jährlich gleich bleiben. Da ist das wieder rausgenommen worden. Es gibt, schaut aus bei diesem Wert, ich habe das selber eben jetzt erst kurzfristig gesehen, keine einzelnen auf Kontoebene Darstellungen, weil das würde wahrscheinlich viel zu dick werden, wenn es jetzt für ein Jahr schon 319 Seiten hat, muss man sich ausrechnen für 5 Jahre. Also es sind eben so zusammengefasste Summen. Was interessant ist, ist eh auf der ersten Seite, genau, da sind diese Nettoergebnisse, der Saldo 0, da sehen wir die 101.700 Euro vom Jahr 2020, das wird im Jahr 21 auf 186.700 hochgerechnet, im Jahr 22 101.200, im Jahr 23 89.000 und im Jahr 24 169.300. Bleibt aber immer im positiven Bereich. Beim Finanzierungsvoranschlag. Warum schwingt das so? Das hängt natürlich auch dann mit den investiven Geschichten zusammen, die wir eben im ehemaligen außerordentlichen Haushalt haben. Das spielt natürlich da rein. Und dann wären auch die Abschreibungen, wenn jetzt eine Investition im Jahr 2021 getätigt wird, werden die Abschreibungen dann auch da in diesem Ergebnishaushalt wieder aufgenommen, geschmälert dann wieder das Ergebnis. Beim Finanzierungsvoranschlag. Da ist der Saldo 5 Geldfluss aus voranschlagswirksamer Gebaren wichtig. Da haben wir im Jahr 2020 ja den Ausgleich im Finanzierungsausfall. Im Jahr 2021 werden wir einen leichten Überschuss haben, 7.100 Euro, im Jahr 2022 8.700 Euro. Im Jahr 23 2.500 und im Jahr 24 8.800 Euro. Was sind da jetzt für Vorhaben eingearbeitet? Das ist jetzt die auf Seite 60. Das andere sind einfach die Bereichsbudgets. Von dieser Gesamtsumme, die da aufgegliedert noch dargestellt sind. Bei den Vorhaben Sanierung Wohnhaus ist nur für das Jahr 2020 geplant. Sonstige Investitionen haben wir im Jahr 2020. Bitte nächste Seite. 2021, das sind hochgerechnete Investitionen. 22, 23 und 24, das unterscheidet sich nicht ganz großartig. Das sind einfach die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, die man so jährlich brauchen wird in den einzelnen Positionen, Gemeindeamt, Volksschule, Kindergarten, Wirtschaftshof, Musikschule eventuell. Das heißt, das sind nur die Vorschreibungen jetzt bekannter, jetzt laufender Dinge? Ja, genau. Es ist einfach, die Basis ist das Jahr 2020, das ist hergenommen worden und da eben ein kleiner Index drauf kriegt. Und keine Visionen dabei? Da jetzt noch nicht, bei diesem normalen... Das ist ein Fangwort, oder? Visionen. Investitionen. Gemeindeamt, da haben wir 2020 die Investition, dann haben wir weiter jetzt nichts, was wir schon wissen. In der Volksschule, da ist 2021
eine Klimaanlage geplant mit 40.000. Beim Kindergarten 2020 sind wir nur das, was eben jetzt in unserem Vorschlag drinnen ist. 2021 haben wir da weiters keine großen Ausgaben. Kinderkrippe haben wir 2020. Der Ausbau, da gibt es noch keine Zahlen dazu, keine Rechnungen, keine Schätzungen, ist noch nicht aufgenommen worden. Jugendzentrum wird auch nicht weitergeführt, ist mit der Verlegung dann auch beendet. Öffentliche Plätze haben wir auch nur im Jahr 2020. Das heißt, Kindergarten wird auch und Kinderkrippe wird nicht weiter geplant? Es wird schon weiter geplant, es gibt keine Zahlen, die man einarbeiten kann. Weil man braucht für solche Sachen, muss man schon Schätzungen haben, die werden dann im nächsten Jahr, wenn man dann wirklich Zahlen haben, werden die natürlich dann eingearbeitet. Also ist es quasi kein Planung, sondern nur eine Darstellung über die nächsten Jahre hinweg. Ja, durch die Umstellung ist es nicht anders möglich. Es ist jetzt, also den mittelfristigen Finanzplan, es ist sowieso so, dass ab Mai der Voranschlag angeschaut wird vom Land. Da kommen die ganzen Änderungen, die sicher noch kommen werden. Der mittelfristige Finanzplan ist einmal ganz hinten angestellt worden. Ich weiß nicht, ob das überhaupt so bleibt. Und da wird sich sicher noch viel ändern. Also der mittelfristige Finanzplan gewinnt in Zukunft sicher an Bedeutung. Und es muss viel genauer schon vorausgeplant werden. Aber man braucht da wirklich schon Schätzungen und Angebote, irgendwelche greifbaren Zahlen. Das haben wir heute. Da heuer haben wir nichts. Das heißt, es sind keine Planungen für 2021, 2022, 2023 drinnen, außer diese Kosten, die sonst so auf uns zukommen, werden aus den Gebarungen von 1920. Alles, was wir schon gewusst haben. Was wir schon gewusst haben. Also den Sportplatz haben wir schon gewusst. Zum Beispiel. Ja. Das heißt wirklich keine Visionen und dadurch auch keine Investitionen. Investitionen, alles was wir an Überschüssen haben, Straßen werden wahrscheinlich immer zum Richten sein, das ist schon mitgeplant. Okay. Aber da müssen wir auch schon wissen, wie viel Darlehen wir in Zukunft brauchen, wie die Entwicklung der Gemeinde ist. Das Land gibt uns 5 Jahre Zeit, diese Eröffnungsbilanz auch zu korrigieren. Es wird auch ganz viel davon abhängen, wie eben unsere Vermögenslage dann wirklich ausschaut, wenn wir diese Eröffnungsbilanz einbuchen können. Jetzt gibt es leider noch keine Vergleichswerte, weil es eben die Art von Voranschlag noch nicht gibt. Gibt es sonst noch eine Frage? Gut, dann stelle ich den Antrag der Gemeinde, dass wir die mittelfristige Finanzplanung 2020 bis 2024 der Marktgemeinde Libo in der vorliegenden Form beschließen. Wer damit einverstanden ist, bitte um ein Zeichen zustimmen. Gegenstimmen, Enthaltungen. Danke für diesen einstimmigen Beschluss, den wir ja eh nicht anders. So, dann darf ich im Namen aller Parteien natürlich bei der Magie und vor allem von mir, weil es wirklich schwer gewesen wäre ohne die Magie. Danke. Komisch, dass der Vizebürgermeister gleichzeitig Gold kriegt. Psst, das gibt's noch. So, danke schön. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 7. Darlehensvergaben. A, Eisenbahnkreuzungen. Der Punkt ist eigentlich, wir haben das alles durchgedacht, gibt es dazu im Vorfeld Fragen, Anmerkungen, wir gehen es gleich durch, alle Anträge. Also A, Eisenbahnkreuzungen, ich stelle den Antrag der Gemeinderat für die Vergabe der ausgeschriebenen Darlehens in der Höhe von 350.000 Euro, Laufzeit 15 Jahre, eines Billigstbieter, die BAWAG BSK gemäß dem vorliegenden Angebot, Aufschlag auf den 3-Monats-Euro in der Höhe von 0,34% zugleich Mindestzinssatz vergeben. Die Gesamtbelastung basiert auf dem derzeitigen Zinsniveau über die gesamte Laufzeit beträgt laut Bildungsplan 359.180,43 Euro
Der angebotene Aufschlag wurde für die gesamte Laufzeit garantiert. Voraussetzung ist für die Bewilligung der Darlehensabnahme ist in weiterer Folge die aufsichtsbürgerliche Genehmigung des Amtes der Steirmäckischen Landesregierung, Abteilung 7. Wer damit einverstanden ist, bitte ich um ein Zeichen der Zustimmung. Gegenstimmen? Enthaltungen? Danke, ist einstimmig angenommen. Punkt B. Straßenbau, ich stelle den Antrag, der Gemeinderat möge die Vergabe des ausgeschriebenen Darlehens Straßenbau in der Höhe von 400.000 Euro Laufzeit 15 Jahre an den Billigsbieter der Bauwerk BSK gemäß dem vorliegenden Angebot Aufschlag auf den 3-Monats-Euro in der Höhe von 0,34% sogar Mindestzinssatz vergeben. Die Gesamtbelastung basierend auf dem derzeitigen Zinsniveau über die gesamte Laufzeit beträgt nach Tilgungsplan 410.491,1 Euro. Der angebotene Aufschlag wird die gesamte Laufzeit garantiert. Voraussetzung ist für die Bewilligung. Der Darlehensaufnahme ist in weiterer Folge die aufsichtsbürgerliche Genehmigung. Das Amt der Steirmäckischen Landesregierung sieht, wer damit einverstanden ist, bitte um entsprechende Zustimmung. Gegenstimmen, Enthaltungen, danke, einstimmig. C, ich habe es jetzt abgenommen, wie es das gemacht hat. C, Wirtschaftshof, Fahrzeuge, Geräte, 100.000 Euro, stellt den Antrag der Gemeinde, möge die Vergabe des ausgeschriebenen Darlehens, Wirtschaftshof, Fahrzeuge, Geräte in der Höhe